Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal mit den schönsten Menschen der Welt. Ihr habt es wieder geschafft, ihr seid hier beim richtigen Kanal angekommen. Wir geben uns heute von Angie den neuen Song. Vai Vai heißt der, produziert bei Heku. Und ich bin gespannt. Angie jemand? Boah, weiß ich gar nicht, wie ich den beschreiben soll, wie ich den einschätzen soll. Also kein Song von ihm kommt mir gerade direkt in den Kopf. Bin ich early mit euch. Ich habe nicht, bei dem einen oder anderen Feature mit Capi habe ich mich so ein bisschen gedacht, ja, okay, not bad actually. Hat Potenzial auf jeden Fall, könnte nice werden. Habe ich aber nie das Verlangen gehabt, noch unfassbar mehr zu hören, muss ich dazu auch sagen, ja. Der Junge ist noch jung, der ist noch frisch und unverbraucht, ja. Ich bin gespannt auf seine Entwicklung. Wir hören einfach mal rein beim neuen Song, Vai Vai, wie gesagt. Das Ganze ist ein Video von Gordienko Films, produziert bei Heku. Und ich bin gespannt, ey, Wir gehen ganz unvorgenommen rein. Nur weil ich die letzten Sachen vielleicht nicht so mehr präsent im Kopf habe oder jetzt bis jetzt noch kein Angie-Fan bin, ja, oder die Sachen nicht so gefühlt habe vielleicht bis jetzt, heißt es ja nicht, dass er mich umstimmen kann, rein theoretisch zumindest. Wir hören rein, los geht's. Geile Location, Junge. Geile Location. Einfach so ein Gebäudeblock, aber so ein bisschen, ja, in so einem Halbkreis. Sieht nice aus. Nee, da direkt, ist leider unsympathisch direkt. Gobby. Junge, wer trinkt denn Gobby? Also, ich weiß es nicht, sorry. Ey, Gobby, also ehrlich, Gobby ist wirklich, also es sei denn, du bist wirklich ganz viel vergessen, Junge. Wenn du wirklich ganz miese Zeiten hattest, Gobby rein damit, okay. Aber das hat man, damit hat man angefangen, so mit 16, 17 hat man so Gobby, oh, der, oh, Gobby. Aber ich kenne ehrlich keinen, der noch auf Real Gobby trinkt. Trinkt ihr Gobby? Schreibt es mal in die Kommentare. Einzige, worüber man sich mal diskutieren, austauschen könnte, Gobby Lemon. Okay. Darüber kann man noch reden. Das ist genehmigt. Das ist genehmigt. Aber ansonsten, ich fühle den Gobby-Geschmack gar nicht. Das ist so ehrlich, nee, weiß ich nicht. Alles andere gerne. Also außer so Uranov und so, das ist noch schlimmer. Okay. Jeder Tag in meinem Leben gleich. Ich höre, wie Mama sagt, dieser Weg ist falsch. Ah, nee, Stimme fühle ich nicht, so muss ich sagen. Stimmlage ist nicht so meins. Den ganzen Tag in der Gegenteil, alles hier basiert auf einer wahren Begebenheit. Ich frag mich, was mache ich im Leben falsch? Vielleicht werde ich eines Tages in der Gegenteil. Vielleicht werde ich eines Tages in der Gegend reich. Vielleicht kommt an irgendeinem Tag die Gelegenheit. Ah, okay, aber musikalisch gesehen eigentlich gar nicht bad. Weil bis jetzt war Angie mir meistens so ein bisschen zu trocken, so wisst ihr? In deinem Tag die Gelegenheit. Steuerfreies Geld, zu viel kriminelle Energie, damit Träume vom Sportgruppe, zu viel kriminelle Energie, wir gehen noch am Portemonnaie. Zu viel kriminelle Energie, damit Träume vom Sportgruppe. Holt mich nicht so super gut ab, der Beat ist nice, muss ich sagen, und hier und da sind geile Ansätze da. Aber dann kommt nicht die Power in dem Moment, wo sie kommen sollte vom Feeling her. Die Stimme ist zu hoch, irgendwie unverständlich auch noch das meiste. Aber die Ansätze sind da, aber es catcht mich nicht, so muss ich sagen. Sorry. Scheiße, Bruder, hab ich nix in den Taschen, ist normal, dass ich mich schon suche. Das Instinkt seit der Grundschule. Ich weiß, frag mich nicht, was los, Cousin. Junkies machen leider alles für ne Kokskugel. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, er wird nicht so warm mit diesem Beat vom Tempo her. Boah, schwierige Nummer. Der Beat ist ehrlich nice, das Video ist nice. Und das sind Ansätze da, aber dann wird es irgendwie 3 Sekunden später wieder kaputt gemacht, was ich in meinem Kopf hatte, weil das irgendwie da nicht so passt zum Vibe her, finde ich. Frag mich nicht, was los, Cousin. Junkies machen leider alles für ne Kokskugel. Für dicke Bündel im Portemonnaie. Unter uns unterwegs wie ein Wolfsrudel. Egal ob Schem oder Ortkunde, das Geschäft ist ne Goldgrube. Oi, 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 kommt doch rein in meine Welt. Oi, oi, catch mich leider nicht so. Also, boah, es ist schwierig, Mann. Es ist schwierig, weil teilweise waren so 1, 2 Zeilen dabei, die ich nice fand irgendwie. Und dann war es aber so, wieder 0815 Gelaber. Dann kam irgendwie eine Flow-Passage, die ich nice fand. Und dann aber irgendwie wieder eine komische Pause, die gar nicht reingepasst hat, in meiner Opinion. Auf der Jagd ein Steuerfreies Geld.
Oh, der Beat ist so geil, Mann. Komm doch einer meiner Welt. Oi, 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 oi. Auf der Jockensteuer frisch Geld. Weil würde jetzt so richtig der Bass reingekommen, so. Oder irgendwelche Drums oder keine Ahnung was noch. Auf der Jockensteuer frisch Geld. Das wäre so geil, würde jetzt so einfach der Bass richtig reinschallern. Und dann so ein bisschen lauter, aggressiver. Das hätte ich sehr gefühlt. Und jetzt an sich diese Stelle jetzt auch nice. Zu viel kriminelle Energie. Und dann denkt man, jetzt geht's richtig los, jetzt wird's lauter, pompöser oder keine Ahnung was. Und dann kommt so eine komische Pause. Und dann macht er zu viel kriminelle Energie. Und dann geht's genauso leise und ruhig weiter. Also es wird immer so ein Höhepunkt angeteased. Da kommt aber nicht. Da kommt aber niemand so, ja? Also, was denn, das war das dann. Schade. Also, wisst ihr, was ich meine? Es wird die ganze Zeit noch so ein Highlight angeteased, was gleich kommt, was laut wird, was geil wird, was dir im Kopf bleibt, wo du dich drauf freust. Und dann wird so gefühlt dieses. Und dann kommt nichts mehr. Da kommt nichts mehr. Und das macht es mal ein bisschen kaputt. Das fehlt mir nur noch ein bisschen so. Geil, auch eine Zwiebel mal mitnehmen, Digga. Eine Zwiebel, auch mal lecker. Auch mal gut gehen lassen. Oh, das unterstützt mir nicht, diese kriminelle Energie hier. Okay, willkommen zum kleinen großen Mini-Fazit hier, ja. Was soll ich sagen? Ich habe noch meine Problemchen, wie ihr gemerkt habt, mit NG. Da fehlt noch ein bisschen was. Vielleicht noch einfach ein bisschen seinen Stil finden, ein bisschen in die Routine reinkommen. Es war nicht bad, aber halt nicht, dass ich mir das nochmal anhören möchte, so wisst ihr, weil immer was angeteased wird, was da nicht kommt. Also ich habe so die Erwartung, gleich kommt irgendwas und kommt es aber irgendwie nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich bin aber sehr, sehr gespannt, wie er sich noch entwickeln wird und ich hoffe, dass es dann auch mir noch ein bisschen besser vielleicht gefallen wird. Das werden wir sehen. Ja, das ist alles. Freunde, lasst mir auch mal nur gerne in den Kommentaren da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer und ciao.